Als ich heute früh das Thema mit Herrn Klinzing bei uns besprochen habe, habe ich gefragt, was machen wir heute, Herr Klinzing? Und er antwortete mir, heute machen wir richtig Kohle mit Kohle. Also, unser Thema heute beim Tagestipp, Kohle machen mit Kohle. Bei mir im Studio Bernhard M. Klinzing, Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief. Herr Klinzing, ich bin natürlich gespannt, Kohle machen mit Kohle, warum gerade jetzt? Ja, Kohle, das ist natürlich im Moment ein sehr spannendes Thema. In China wachsen die Stahlunternehmen aus dem Boden wie die Pilze. Auch in ganz Asien haben wir einen wahnsinnigen Stahlboom. Das liegt natürlich an dem konjunkturellen Aufschwung. Das ist klar, der Stahlbedarf ist ganz groß. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es bald zu Überkapazitäten kommen wird. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Aber darüber muss sich die gute Hausfrau in der Stahlküche auch keine Sorgen machen. Denn die wichtigen Zutaten für Stahl, das ist ja Eisenerz und Kohle. Und die Kohleproduzenten, denen ist das letztlich egal, ob da Überkapazitäten sind oder nicht. Auf jeden Fall ist der Absatz erstmal gesichert. Und nicht nur das, die Preise, die steigen relativ rasant an. Wir haben gerade neue Preisverhandlungen gehabt und da sahen wir über 40% Steigerung in der Kohle. Das heißt, die Minen, die reiben sich derzeit die Hände rund um den Globus, kommen mit ihren Kapazitäten kaum nach. Und deswegen ist das im Moment eine sehr, sehr interessante Branche. Wie schätzen Sie diesen Prozess ein? Welche Dynamik kann sich da noch entwickeln? Ja, wenn wir mal zurückschauen nach 1994, damals meldete die Internationale Energieagentur, dass China vom Netto-Exporteur von Erdöl zum Netto-Importeur geworden ist. Damals haben sie ungefähr 30.000 Barrel pro Tag eingekauft auf den Weltmärkten. Das entspricht ungefähr dem Verbrauch von Irlands. Inzwischen sind es über 5 Millionen Barrel. Das entspricht der gesamten Förderung von Venezuela und Kuwait zusammen. Und daran ersieht man schon, was für einen Energiehunger dieses Land hat. Das gilt nicht nur für die Kohle, metallurgische Kohle, die für die Stahlindustrie verbraucht wird, sondern auch für die Heating Coal, also die Heizkohle, die eben verbrannt wird in Kraftwerken zur Stromerzeugung beispielsweise. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was kann der Anleger machen, um hiervon zu profitieren? Zertifikat auf Kohle oder irgendwie kaufen oder auf Aktien aus der Branche setzen? Normalerweise sind wir ja immer ein großer Anhänger davon, auf die entsprechenden Rohstoffe direkt per Zertifikat zu setzen. Das ist bei der Kohle ein bisschen schwierig, da ist der Markt relativ eng. Und deswegen sind wir hier ausnahmsweise der Auffassung, dass man besser mit Minenwerten fährt, dass man mit Minenwerten besser bedient ist. Und hier gibt es ein relativ breites Spektrum Minen rund um den Globus. Anleger, die hier schon irgendwo investiert sind, die sollen da auch investiert bleiben. Wir möchten jetzt, wir haben zwar einen konkreten Vorschlag mitgebracht, aber wir möchten nicht, dass wir jetzt die ein oder andere Mine gegeneinander ausspielen. Wir haben einen klaren Favoriten, aber grundsätzlich werden alle Minen rund um den Globus, alle Kohleminen von diesem Trend profitieren. Minen, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie sieht Ihr klarer Favorit aus? Unser Favorit ist die Western Coal. Das ist eine kleine bis mittelgroße Kohlemine aus Kanada. Das Interessante daran ist, dass die mit das dynamischste Wachstum hat, weil sie gerade im letzten Jahr sich neue Ressourcen gesichert hat, neue Minenprojekte angefangen hat und die wird ihren Ausstoß innerhalb der nächsten zwei Jahre auf 10 Millionen Tonnen verdreifachen. Und damit profitiert sie jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt von dieser Dynamik und das Management, das ist auch relativ clever. Das hat zuletzt bei der metallurgischen Kohle Preiserhöhungen von 59% durchgesetzt und bei der Heizkohle von 89%. Für die Lieferungen, die jetzt im zweiten Quartal anstehen. Und das ist für meine Begriffe eine sehr, sehr gute Leistung. Und die wird weitergehen, denn im dritten Quartal muss wieder neu verhandelt werden. Und da werden die Preise noch höher steigen. Und wie gesagt, die Expansion, die läuft auf guten Wegen. Man muss sagen, sie ist nicht Expansion um jeden Preis, sondern sie schauen da schon sehr auf die Kosten, sehr auf die Rentabilität. Und insgesamt macht Western Coal für unsere Begriffe weltweit den besten Eindruck unter allen Kohleminen. Kursziel haben Sie auch für die Aktie? Ja, zunächst einmal sagen wir, dass man hier jenseits der 7 Dollar pro zyklisch einsteigen soll, 7 Kanada-Dollar pro zyklisch einsteigen soll, Stop-Loss ungefähr im Bereich 5,60 Dollar. Und unser Kursziel liegt im Bereich von rund 50% innerhalb der nächsten 18 Monate. Das heißt, dass die Aktie durchaus in Region 10,50 bis 11 Kanada-Dollar steigen sollte. Also mit Western Coal kann man durchaus Kohle machen. Vielen Dank, Herr Klinzing, für Ihren Tipp. Das war unser Tagestipp am heutigen Dienstag. Die Aktie von Western Coal und unser Motto Kohle machen mit Kohle scheint sich zu bewahrheiten, denn Herr Klinzing sieht hier ein Potenzial von 50% in den nächsten 18 Monaten bei dieser Aktie. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen natürlich erfolgreiche Geschäfte an der Börse. Machen Sie es gut, wir sehen uns morgen wieder.